Yo Leute, was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Ja, Leute, sagt nochmal, was geht eigentlich? Kines, ihr wisst ja vielleicht, dass ich der König der DIY-Geschichten bin. Ich bin derjenige, der sein UFO-Zimmer so schön und ordentlich und toll eingerichtet hat wie kein anderer. Ja, fragt euch mal, warum das Licht noch am Tag aus ist, richtig, weil es hier drin aussieht wie ein Müllhaufen. Was guckst du gerade so dumm? Und da ich der König der DIY-Geschichten bin, meine Freunde, dachte ich mir, suche ich mir ein wenig Inspiration im Internet und bin natürlich da wieder unweigerlich auf ein Subreddit gestoßen, welches meine Aufmerksamkeit erregt hat, Leute. Das Subreddit DIY, ihr seht es gerade schon hier eingeblendet, das Y steht am Ende für Warum machen Menschen so etwas, hat mir aufgezeigt, dass ich vielleicht doch nicht der unbegabteste und schlechteste Heimwerker aller Zeiten bin, sondern dass es tatsächlich Menschen gibt, die deutlich beschissener und schlimmer als ich arbeiten. Meine Freunde, ich präsentiere euch heute die Creme de la Creme von Menschen, die einfach nicht begriffen haben, wie Handwerk oder sonstige Dinge funktionieren. Menschen, die man einfach vom Markt nehmen sollte. Menschen, die es eigentlich überhaupt nicht geben sollte. Menschen, die überhaupt nicht in der Lage sind, irgendetwas mit ihren beiden linken Händen zu veranstalten. Noch schlimmer als ich sogar. Nö. Beginnen wir mit dem ersten Bild, meine Freunde. Und zwar haben wir hier... was? 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 Hä? Okay, die Idee erschließt sich mir jetzt nicht ganz. Wir haben hier ein kleines Baby, dessen Hintern mit orangener Farbe angemalt wird. Die Mutter drückt das Kind in die Schüssel rein und dann kommt am Ende Harrisons Bumpkin raus. Also nicht Harrisons Pumpkin, sondern Bumpkin. Das ist ein Kürbis zu Halloween mit dem Abdruck des Arschs von dem Kind. Tut mir leid. Kann jemand vielleicht das Jugendamt anrufen? Ich weiß nicht. Das ist doch keine elterliche Fürsorge mehr. Ja, hier haben wir auf jeden Fall... okay, also jetzt der Schritt, bis das entwickelt worden ist. Ich meine, da muss ja jemand wieder gesessen haben und sich gedacht haben, okay, ich kann Motorräder bauen, aber ich habe irgendwie nur die Vorderachse von der Harley und mehr habe ich nicht. Deshalb schraube ich das einfach auf meinen Rasenmäher drauf. Das ist halt wieder, also das ist ja nicht ernst gemeint, das muss ja ein Spaßprojekt sein, oder? Das ist auf jeden Fall nicht gefotoshoppt, oder? Das ist real. Ganz zu schweigen von diesem Typen, der hier im Auto drin sitzt und ein wenig verblüfft auf dieses Gefährt guckt. Kann ich nachvollziehen, Bro. Aber ja, das ist real. Ja, warum auch nicht? Ich meine, da frage ich mich wirklich, warum eigentlich? Bin fassungslos, ich weiß nicht. Also, gibt's irgendeinen Superhelden, der so eine Brille hat oder so? Oder welchen Hintergrund hat das jetzt? Welchen Zweck hat das? Was bringt das diesem Mann, diese halbe Sprite-Flasche auf der Nase zu haben? Erstmal sind die Kanten doch unglaublich scharf und tun an der Nase weh und hinterm Ohr. Und zweitens, es sieht halt scheiße aus. Und drittens, welchen Zweck verfolgt das Ganze? Lebt der Mann in irgendeiner Staubkolonie, wo ihm ständig Sand in die Augen fliegt? Aber schön, dass wir da ein Tutorial zu haben. Also, schickt mir doch einfach mal auf Instagram eure persönlichen Varianten von dieser schönen Brille und markiert mich. Alles klar. DIY Concrete Smiling Stones. Ich weiß nicht genau, warum ich mir sowas in den Garten stellen sollte. Lachenden Stein mit einem Reißverschluss als Maul. Das ist nicht nur krank und gruselig, sondern einfach komplett perfide und unnütz. Also, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Ich meine, welcher Mensch bietet bitte für sowas ein Tutorial an? Es gibt im Internet für alles Tutorials. Ich verstehe das schon, aber ein lachender Stein? Ein lachender Stein? Was? Das ist doch keine Deko, Alter. Das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank, ist das? Klar, wenn halt der normale Pömpel im Klo nicht ausreicht, dann braucht man sicherlich einen Pogo-Pömpel, der halt die Scheiße richtig rauszwirbelt, Leute. Das könnte straight up aus Fortnite Battle Royale kommen. Wie geil wäre das bitte? Oh mein Gott, stell dir mal vor, du kannst damit hochspringen und kannst du an eine Wand ranspringen. So, Digga. Oh mein Gott, Leute. Das ist von Epic Games bestimmt von der Toilette. Natürlich, Alter. Man erkennt das hier auch an der Toilettenrolle. Da steht es ganz genau drauf. Epic Games, Leute. Warum man halt einen Klopömpel mit Pogo-Stick-Armatur oben drauf braucht, verstehe ich auch bis heute nicht. Aber wenn die Kacke halt richtig fest sitzt, dann muss man sie damit auf jeden Fall rausbekommen. Ganz klar. Toilet Paper Earrings. Ja gut, ist das jetzt ein lustiges Accessoire oder ist es einfach wieder nur Schwachsinn? Vor allen Dingen sieht das jetzt halt so aus, als wären das irgendwelche teuren Kristalle. What the fuck? Also ich meine, das sieht ziemlich billig aus. Ich dachte gerade schon, wenn das jetzt irgendwelche Swarovski-Kristalle oder irgendwelche Muschelperlen wären oder so, dann hätte ich mir echt den Kopf am Tisch geballert. Die Idee ist ganz lustig. Ich weiß nicht, warum ich Toilettenpapier am Ohr tragen könnte, wenn es doch schon hinten aus meiner Hose rausguckt, nachdem ich am Klo gewesen bin. Reicht ja eigentlich auch als modisches Accessoire. Aber wieso nicht? Hä? Oh mein... Da tut's mir wirklich leid. Also, es wird doch wohl eine gerade Wand in diesem Haus geben. Es wird doch wohl eine vernünftige Wand in diesem Haus geben. Warum hängt man ein Bild in der Ecke? Das verfälscht doch komplett den Eindruck des Ganzen. Es sei denn... Angenommen, Thomas, komm mal... Lass die Bilder hängen, Alter. Hängen die wieder? Ja, da auf, Digga. Die kommen nicht in irgendeine Ecke, mein Freund. Okay, angenommen, meine Freunde, die Fotografie wäre quasi auch um die Ecke. Dann wäre das cool. Kannst du die anderen Bilder vielleicht wieder aufhängen, Bro? Ich muss arbeiten, Bruder. Gut, dann einfach zum nächsten Bild. Ja. Okay, das ist funny. Also ich würde persönlich nicht damit fahren, wobei doch wahrscheinlich würde ich damit fahren. Wir haben hier oben einmal so ein Ding, wo Skiklamotten und sowas normalerweise reinkommen, so ein Topper, ich weiß nicht, wie die heißen, so ein Ding für den Kopf. Dann haben wir einen alten Volvo, ist es, glaube ich. Sieht aus wie ein Volvo in Camouflage und ein Rohr oben drauf. Ja. Jeder will mal Panzer fahren, oder? Sagte Masimoto auch. Von daher, wieso nicht? Ist doch geil. Ist geil. Ist unnötig.
Das ist einfach mein Auto, Junge. Das ist einfach mein Auto, Leute. Ganz ehrlich, ein Fensterheber als Fidget-Spinner. Es tut mir leid, Leute. Das ist wirklich die Zukunft, Leute. Die Zukunft. Ganz ehrlich, Mercedes, Audi, BMW, die ganzen Top-Firmen da draußen, Porsche, Lamborghini, wer auch immer gerade dieses Video vielleicht schauen sollte. Leute, elektrische Fensterheber sind auf. Stellt euch mal bitte vor, ihr könnt eure Fenster runter Fidget-Spinnen. Hallo, wie geil ist denn das? Erstmal könnt ihr damit eure Krankheiten und sonstige ADS-Anfälle behandeln. Und zweitens, meine Freunde, ist es ultra, ultra stylisch. Und drittens, habt ihr sicherlich ständig Kinder in eurem Autos, die an diesem Ding drehen. Ist doch saugeil. Also, ist doch klasse. I just watched a video on fish sandals. Ja, da gibt's auch scheinbar ein Tutorial für. Ich meine, klar, Sandalen, die aus toten Fischen bestehen. Da ist jetzt halt die Frage, welchen Zweck verfolgt das Ganze? Bei so einem Menschen wie Evival D zum Beispiel kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der Gestank der Fische den Gestank der Füße überdecken soll. Aber im Grunde erschließt sich mir der Zweck des Ganzen nicht wirklich. Also erstmal ist das doch krank eklig am Fuß, einfach einen Fisch dazu haben, der vergammelt und diese Fischschuppen. Und zweitens sieht's auch einfach echt scheiße aus. Also ich weiß nicht, ich meine, der nächste Echo, der nicht stattfinden wird, da werde ich sicherlich mit Fischsandalen hingehen, definitiv. Turning a spoon into a fork. Das ist mit Abstand das Billigste, was ich jemals gesehen habe. Da hat einfach jemand einen Löffel mit Klebeband umwickelt und dann da Zahnstocher reingesteckt, um das Ganze zu einer Gabel zu machen. Ist nicht so dumm. Die Frage ist halt nur, wieso bietet dieses Restaurant keine Gabeln an und vor allen Dingen, wo hat der Kerl das Klebeband dabei? Also ich meine, das ist so eine Sache, Leute, das ist wirklich unnützes Wissen. Das braucht kein Mensch. Das ist so ein Top-10-Lifehack. Also, nee, verstehe ich nicht. Wann kommt es zu dieser Situation, wenn man nur einen Löffel hat, aber man hat zufälligerweise Klebeband und Zahnstocher dabei? Das passiert nicht. Also, das ist für mich nicht sinnvoll. Nein. Okay, ihr kennt sicherlich alle diese großen blauen Taschen aus dem Ikea. Hier hat sich jemand daraus eine SM-Rüstung gebaut, eine nette Unterhose, so ein Tanga und dann noch irgendwas, was über die Schultern kommt und eine Kappe. Ich sag hier immer, jeder Mensch soll seinen eigenen Fetisch frei ausleben. Die Frage ist nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen weit geht. Also ich glaube, ein Ikea-Fetisch, also ich muss ganz ehrlich sagen, das auf der Haut zu spüren, dieses Material. Ich finde, das Material von diesen Ikea-Taschen ist das ekligste und robusteste, was es gibt. Es hält zwar gut, aber es sieht halt auch echt kacke aus und es fühlt sich richtig widerlich an. Deshalb weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob ich das anziehen würde. Aber, ey man, whatever floats your boat, right? Also, wenn du sowas tragen willst, go for it. Aber erwarte nicht, dass ich danach noch mit dir rede. Eine Bohrmaschine mit einem Zahnbürstenkopf. Oder was ist das? Ist das ein Zahnbürstenkopf? Da hört es dann noch wirklich auf. Ich glaube, da ist es ratsamer, sich einfach eine elektrische Zahnbürste zu greifen, als das komplette Gebiss zu verstümmeln. Vor allen Dingen, wenn dann halt irgendwann mal dieser Zahnbürstenkopf abbricht, beziehungsweise abnutzt und man sich einfach straight up mit dem Bohrer ins Zahnfleisch ballert. Klar, ein Akkuschrauber mit einem Zahnbürstenkopf, wer kennt's nicht? Ich habe das auch ständig, dass ich zu Hause sitze und denke, okay, nachdem ich jetzt meine Zähne mit Zahnseide, mit Zahnzwischenraumreiniger, mit eventuell einer Zahnbürste und einer Munddusche gereinigt habe, ist es mir immer noch nicht genug. Da hole ich natürlich den Hochdruckreiniger von Kärcher raus und später gibt's nochmal schöne Abreibung mit der Zahnbohrmaschine, meine Freunde. Das tut einfach saugut. Da kann man den Karies direkt selber behandeln. Tolle Idee, wirklich. Also 10 von 10 Zahnärzten empfehlen dieses Ding auf jeden Fall nicht. DIY Werewolf Pizza. Ja, DIY Pizza Pouch in Werewolf Pizza. Wieso? Warum? 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 Wieso sollte ich hingehen und ein Stück Pizza um meinen Hals tragen, Alter? Pizza ist zum Essen da. Es kommt doch nie zu dieser Situation, wo ich ein Stück Pizza übrig habe und sage, oh, was mache ich denn jetzt damit? Ah ja, klar, ich kann es einfach in meinen Pizzabeutel tun, den ich mir in den Hals hänge. Hä? Was zum Teufel? Wann kommt es dazu, dass ich das brauche? Warum gibt es dafür ein Tutorial, Alter? Was zum? Ja, hier hat jemand sein Dach selber eingedeckt und scheinbar eine Wand gezogen. Erstmal fehlen hier oben ein paar Steine, das ist aber nicht das Entscheidende, sondern scheinbar ist hier einfach eine Starkstromleitung, die durch das Haus durchgeht. Das heißt, man hat einfach die Leitung nicht um das Haus herum gebaut, sondern das Haus einfach um die Leitung. Also da wird jetzt einfach ein Kabel durch die Wohnung gehen. Die Frage ist halt, wie gesund ist das? Allein wegen dem Elektrosmog und auch wegen den eventuellen Gefahren, die dadurch auftreten können, weil so eine Stromleitung hat ja schon ordentlich Spannung. Aber das macht das Leben ja auch viel spannender. Für den Witz soll ich mich echt umbringen. Ja, ja, das brauche ich auf jeden Fall. Das ist das Unsinnigste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Damit kann man überhaupt gar nichts anfangen. Thomas, damit kann man nichts machen. Damit kann man legit nichts machen. Damit kann man nicht mal rumfahren, Alter. Würde es halt funktionieren? Nein, würde es nicht. Soll ich dir erklären, warum sie funktioniert? Selbst wenn du das Teil hier vorne gerade hältst, wird das Ding sicherlich durch irgendwelche Komponenten immer in der Luft hängen und du knallst dir das immer gegen die Knöchel gegen. Weißt du? Machst du sowieso, du knallst dir die immer gegen die Knöchel. Ja, dann nimm doch einfach ein Fahrrad und fahr doch nicht mit dem scheiß Kickroller, Alter. Welcher Mensch baut so einen Müll? Wie kommt man auf die Idee, Alter? Das war ein gutes blaues Fahrrad. Das hätte man doch benutzen können. Es ist jetzt Müll, ist es einfach. Das ist keine Kunst, das ist Schwachsinn. Das ist einfach ein Klo. Das ist ein Klo. Für $800, Alter. Da oben ist Eis drin in dem Klo und unten ist ein Grill drin. Barbecue-Cooler-Kombo. Das ist einfach eine Toilette. Das ist eine alte Toilette. Da wurde vorher reingekackt. Da grillst du dein Essen drin, Digga. Oben im Spülkasten liegt ein Bier drin. Da hat vorher Kackerin rumgeschwommen, Alter. Beziehungsweise das Kackerwasser. Auf jeden Fall würde ich dafür $800 ausgeben. Definitiv für eine Barbecue-Cooler-Kombo. Definitiv. Geile Idee, Alter. Ein Holzkohlegrill mit Scheiße-Gestank. Ist richtig geil, Alter. Richtig nice. Ist das jetzt Kunst oder kann das weg? Wie kommt es dazu, Leute? Erstmal steht das Ding mitten im Raum. Nummer 1. Das Ding steht mitten im Raum. Und
Und Nummer zwei, wo kommt diese Baggerschaufel her? Wurde die einfach beim Bau vergessen? Ist der Bagger in das Haus mit eingebaut worden? Man weiß es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall echt cool aus. Nee, es ist einfach schwachsinnig. Es ist einfach schwachsinnig. Warum eine Baggerschaufel im Haus, Alter? Warum? Ja, und damit sind wir wieder am Ende angelangt dieser Odyssee, meine Freunde. Es ist wieder Zeit für mich, von der Brücke zu springen. Ich verstehe die Menschheit bis zum heutigen Standpunkt immer noch nicht, meine Freunde. Es wird nur eine ganze Zeit dauern, bis ich irgendwann dahinter komme. Wieso tun Menschen bestimmte Sachen? Wieso verlässt gerade zum Beispiel Thomas den Raum? Ich weiß es nicht, meine Freunde. Jedenfalls war es das von diesem wunderschönen Video. Tut mir leid, ich bin raus. Ich gehe jetzt auch nach draußen, Leute. Es reicht mir einfach. Ich kann das nicht mehr. Das kann ich. Also, tut mir leid.